Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Verteidiger des Blödsinns. Ja, die heutige Klasse ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich bin eigentlich wirklich sehr zufrieden damit. Das Einzige, was mich natürlich stört, sind die Killstreaks, denn die Abschussserienreihenfolge ist ein bisschen bescheuert. Erst eine Drohne, dann das Care Package und dann Angriffshelikopter. Ein bisschen blöd, dass da keine Predator mehr bei ist. Aber es geht jetzt mal los. Es ist wirklich schon längere Zeit her, seit die letzte Folge aufgenommen wurde. Hat ja einfach den Grund wegen meinen Internetproblemen und die bestehen ja immer noch. Aber aus irgendeinem Grund komme ich heute wirklich ins Internet. Ich weiß nicht warum. Aber ich glaube auch nicht, dass das Problem schon gelöst ist. Wir spielen Abschuss bestätigt auf der Map Seatown. Wirklich eine tolle Map. Und hier holen wir uns erstmal den ersten Kill. Alles klar. Ja, ist wirklich sehr nervig, wenn man längere Zeit mal jetzt nicht gespielt hat. Dann fühlt sich das ganze Spiel doch schon wieder ein bisschen anders an. Und das sollte ja eigentlich nicht so sein. Denn man sollte eigentlich immer in der Übung bleiben. Und Mist, ich hoffe, wir kriegen den noch. Ach, schade. Mist. Okay, eine Drohne haben wir ja schon mal. Alles klar. Hardliner haben wir zum Glück auch mitgenommen. Das ist wirklich... Ja, Hardliner ist so eine Perk, die finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Denn ich bin nicht so ein Spieler, der immer auf die höchsten Killstreaks gehen kann. Und meistens bin ich auch einer von denen, die wirklich immer einen davor sterben. Das ist mir wirklich schon so oft passiert. Wenn ich mal auf Payflow spiele, sterbe ich immer einen Kill davor. Denn dann wird man irgendwie übermütig und rusht nach vorne. Und das bringt ja im Allgemeinen überhaupt nichts. Und da haben wir auch schon die Care Package. Och, fuck. Habt ihr es gesehen? Ich habe doch schon gemessert, oder? Ah, ich glaube, ich war ein bisschen zu weit weg gewesen. Und unsere Sekundärwaffe, wirklich nice. Ja, wirklich nice. Ist zwar ein bisschen ungenau, aber was soll's. Ach, ja, geh mal vorbei. Super. Seatown erinnert mich gerade an die allererste Folge von Verteidiger des Blödsinns. Ach du Scheiße, was war das denn? Okay, wartet. What the fuck? Nein, 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 keine Internetprobleme. Bitte nicht. Ach Gott. Das nervt ja schon wieder ordentlich. Naja, was soll's. Ah, Mist. Ja, werfen wir mal da kurz eine Sempex hin. Okay, und mal schnell gucken, was im Überraschungsei drin ist. Und dich hätte es fast erwischt, junger Mann. Und einen Kampfhubschrauber. Das gefällt mir sehr gut. Und jetzt müssen wir aufpassen. Okay, wo bist du? Super, den haben wir. Den haben wir auch. Nein, 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 verdammt. Ach, Mist. Aber dafür haben wir wieder unsere Aufklärungsdrohne. Das macht auf jeden Fall schon mal wieder sehr viel Spaß damit. Denn ich bin wirklich ein Fan der Aufklärungsdrohne. Es gibt ja wirklich sehr viele Leute da draußen, die einfach viel zu wenig mit Aufklärungsdrohnen spielen. Die eigentlich nur die ganze Zeit auf hohe Killstreaks gehen und sowas. Und das macht eigentlich nicht immer so viel Sinn, denn man braucht ja auch auf jeden Fall Aufklärung. Und da bin ich dann meistens für zuständig, habe ich so das Gefühl, dass alle anderen eigentlich immer nur auf hohe Killstreaks gehen und ich bin eigentlich immer der, der so mit der UAV rumrennt. Was eigentlich auch wirklich sehr nützlich ist, denn das macht sogar noch am meisten Spaß, meiner Meinung nach, wenn man immer auch weiß, wo der Gegner ist. Oh, fuck, 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 oh Gott. Wow. Krass. Das war knapp. Scheiße. Oh, fuck. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alles klar. Jetzt konzentrieren. Konzentrieren, damit das hier nicht in die Hose geht. Alles klar. Den haben wir leider nicht bekommen. Das wäre eigentlich ganz schön gut gewesen, wenn wir den noch bekommen hätten. Und wir laden mal ganz schnell nach. Okay, einen sicheren Kill haben wir schon mal. Und jetzt geht's los auf den Kampfhubschrauber. Sehr gut. Hui, alles klar. Nicht schlecht. Alles gut. Für die erste Runde auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Mein Gott, ich habe auch schon schlechter gespielt. Ich kann mich noch daran erinnern, wenn ich mal eine Zeit lang kein Internet hatte und wenn ich dann mal gezockt habe, das war manchmal ein richtig grausames Schauspiel, was sich da geboten hat, aber dieses Mal geht's eigentlich sogar und wir warten jetzt direkt mal auf unser Care Package und verteidigen erstmal diese Seite hier, aber ich glaube, wir sind erstmal sicher. Nee, du kriegst mein Paket nicht, ey, das kannst du vergessen, verdammt. Alles klar, gut. Ja, das ist immer so eine kleine Strategie, einfach mal hochspringen und dann meistens ergibt sich das alles von selber. Alles klar. Mein Gott. Ja, ich wurde auch wieder in den letzten Tagen sehr oft gefragt, ne, ob man mich in PSN adden kann. Und ich habe mir da jetzt was ausgedacht für. Denn ich werde höchstwahrscheinlich einfach eine neue PSN-ID einrichten, denn meine alte, die Skekler 2012-ID, ist ja jetzt langsam ziemlich ausgelutscht. Und ich weiß gar nicht, ob das was bringt hier. Und deswegen werde ich mir wohl eine Legion Games LP PSN-ID erstellen. Und ich glaube, damit sind wir eigentlich gar nicht mal so schlecht bedient. Denn dann kann auch mal jeder mal zufrieden sein. Denn wenn man jeden Tag gefragt wird, das ist schon ein bisschen nervig. Und wenn man dann immer eine Absage erteilen muss, weil die Liste schon voll ist, das ist immer schon ein bisschen nervig. Und das möchte ich eben nicht haben.
Okay. Dich haben wir. Das, was mich gerade einfach stört, ist... Ah, die nehmen wir mal lieber nicht auf. Was mich gerade einfach stört, ist, dass ich keinen Schalldämpfer habe. Denn den Schalldämpfer, auf den bin ich doch schon ganz oft angewiesen. Denn das ist eigentlich schon so mein Lieblingsaufsatz. Ach, Mist. Ah, naja. Von hinten weggeholt werden ist immer das Schlimmste, was einem eigentlich passieren kann. Mag ich überhaupt nicht, aber was soll's. Was soll's. Ich weiß gar nicht, was wir gerade für eine... Oh, fuck. Ach, du Scheiße. Ah, woher wusste der, dass ich da stehen geblieben bin? Ja, das ist so das Spiel, was man manchmal treibt. Manchmal klappt sowas und manchmal geht sowas eben voll in die Hose. Alles klar. Die Doktor können wir leider nicht einsammeln, aber was soll's. Was ich wirklich sehr geil finde an der PP90M1 ist einfach das riesige Magazin. Naja, diese Waffe ist ja eh im Groben und Ganzen übelst überpowered. Nein! Oh, fuck! Ey, damit habe ich jetzt nicht wirklich gerechnet. Scheiße. Ja, und da haben wir auch schon wieder eine Drohne. Die wievielte ist das jetzt? Die vierte? Oder die fünfte? Haut hin, oder? Ja. Ah, mir fehlt gerade Meisterschütze. Meisterschütze ist eigentlich die Perk, die ich noch immer am meisten mitnehme. Weswegen man immer auf diese Perks ganz schön krass angewiesen ist, habe ich so das Gefühl. Aber naja. Was soll's? Okay, die verschanzen sich da hinten. Okay, ich hoffe, ich krieg den noch. Ja, scheiße, verdammt. Ich habe ihn noch wegrennen sehen. Das ist immer richtig fies, sowas. Und wir gewinnen sogar. Ja, das finde ich gut. Finde ich sehr gut sogar. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, fuck. Oh, mein Gott. Ja, das richtige, präzise Aim bin ich nicht mehr wirklich gewöhnt. Was soll's, was soll's. Nein, 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 nein. Oh, fuck. Scheiße. Scheiß Stun Grenade. Damit kann ich überhaupt nicht umgehen. Nervt tierisch. Okay. Ja. Ich bin schon wieder auf dem Wege, eine neue Folge von Let's Talk About fertigzustellen. Und, wow, fuck. Das Thema werdet ihr ja eigentlich schon wissen und ich habe mir auch überlegt, dass ich da einen kleinen Gast mitnehme. Das wird nämlich der Mr. Doktoto sein. Mr. Doktoto und ich werden dann demnächst mal ein Dual-Commentary machen. Ich weiß noch nicht wann, aber ich denke mal so die nächsten Tage wird das dann sein, denn wir haben ja das Thema, wie man Frauen ansprechen kann und... Was? 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 Und das wollen wir auf jeden Fall zusammen ausweiten und ich glaube, das wird Heiden Spaß machen, wenn wir zusammen darüber reden. Wird, glaube ich, eine wirklich sehr lustige Sache und ich freue mich schon wirklich sehr darauf. Alles klar. Ich habe gerade schon wieder die Verzögerung gemerkt. Ach Gott. Okay. Alles klar, wir gehen jetzt einfach mal hier hoch. Oh, da habe ich sogar noch mein Teammate, glaube ich, gerettet. Yeah, last kill. Super geil. Geil. Last kill bin ich immer am liebsten. Ist eigentlich die geilste Sache, die man machen kann. Ja, leckt ein bisschen, wa? Ganz gegen Ende. Gegen Ende hat es noch geleckt. Ja, es leckt nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Keine Sorge. Macht euch da keine Sorgen drum. 26:11, gar nicht mal so schlecht. Ich verabschiede mich von euch. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ciao, Leute.